Hallo und herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Wir sind heute wieder bei Planer Küchenland in Ravensburg und wir machen heute zusammen einen super leckeren Pizzakranz. Total einfach und der Teig braucht auch keinerlei Wartezeit. Also fangen wir an. Wir beginnen jetzt als allererstes mit dem Teig. Dafür brauchen wir noch 5 Zutaten. Das ist Naturjoghurt, Dinkelmehl, Wasser, Backpulver und Salz. Das Ganze verkneten wir zu einem geschmeidigen Teig und rollen es anschließend aus. Die genauen Angaben findet ihr wie immer bei uns auch in der Infobox. Das Besondere an dem Teig ist auch, dass man den auch direkt weiterverarbeiten kann. Er braucht keine Wartezeit. Mein Teig ist jetzt ausgerollt. Ich habe es jetzt auch schon direkt auf ein Backblech gegeben. Ja, der Teig ist so schön luftig und weich. Dementsprechend ist er auch ein bisschen schwierig zum Ausrollen. Verwendet wirklich ausreichend Mehl. Wenn ihr merkt, der Teig ist wieder zu arg verklebt, einfach immer wieder ein bisschen mehr Mehl dazugeben. Genauso auch fürs Ausrollen, damit die Fläche schön bemehlt ist und obendrauf auch ordentlich Mehl verteilen. Genau, jetzt machen wir auch schon weiter. Wir müssen jetzt mit unserem Pizzaschneider oder auch Messer ein paar Striche in die Mitte geben, wie so ein, ja, ich sag mal ein Stern. Genau, fangen wir an. Jetzt belegen wir nur noch unseren Teig. Ich habe hier Wurst, Pizzasauce und etwas Käse. Ihr könnt natürlich nehmen, was auch immer ihr möchtet, worauf ihr gerade Lust habt. Vielleicht Pilze, Artischocken, Ananas. Da ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir belegen jetzt den Teig. Danach müssen wir nur noch unsere Ecken so nach außen klappen, mit etwas Öl beschmieren. Und ihr könnt am Ende noch gerne ein paar Pizzakräuter oben drauf geben oder Pfeffer. Und dann muss der Teig nur noch für ungefähr 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. So, schaut mal. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war total einfach und schnell. Und es schmeckt einfach nur super lecker. Und ihr könnt natürlich reinlegen, was auch immer ihr wollt. Ich mag zum Beispiel total gerne Ananas. Ich weiß, Ananas, das ist eher so umstritten. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ansonsten vielleicht noch Pilze, Artischocken. Wie gesagt, da ist einfach ja keine Grenzen gesetzt. Probiert es sehr, sehr gerne aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben und abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!